Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen, wollte ich schon gerade sagen. Na, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Hier auf meinem Channel. Ja. Wir haben hier in der letzten Folge aufgehört, spielen jetzt weiter. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Ich muss mal eben kurz gucken, wie nochmal die Steuerung war. Ich habe zwischenzeitlich auch ein paar andere Sachen gespielt, wie Destiny und Watch Dogs, das neue DLC, habe ich gespielt. Und natürlich auch Alien Isolation, habt ihr ja selbst verfolgt in der Let's Play Live Show. Und wir wollten, ich kann mich entsinnen, wir wollten hier ein Wasserfall bauen. Ich weiß aber selber gar nicht, wie das funktioniert. Wir werden das einfach mal, hoppala, wir werden das einfach mal ausprobieren. So. Wir werden das einfach mal ausprobieren. Und ja, wie gesagt, ich hatte in der Zwischenzeit halt, wie gesagt, sehr, sehr viel. Ne, das lasse ich mal so. Mal kurz gucken. Stein. Viele Spiele gespielt. Ich habe zwischendurch jetzt auch mal heute, wo ich das hier aufnehme, habe ich auch ein neues Indie-Spiel gespielt. Ich habe davon auch ein Let's Play aufgenommen. Ich weiß aber nicht, ob ich das. Boah, ist das tief. Ich weiß aber nicht, ob ich das veröffentlichen werde. Ich werde die erste Folge wahrscheinlich mal hochladen auf YouTube und ihr dürft dann entscheiden, ob da weitere Folgen zu kommen oder nicht. Und aber dazu später mehr werdet ihr auf meinem YouTube-Channel dann verfolgen. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie kriege ich denn hier Wasser rein? Jetzt muss ich mal schauen, wo kriege ich denn Wasser her? Und vor allen Dingen Wasser, was permanent fließt. Das ist ja das, was ich brauche. Das ist eine gute Frage. Gute Fragen brauchen auch gute Antworten. Ja, einen Kompass brauche ich nicht. Schwäche, Stärke, Geschwindigkeit, Wurf, Trank. Schallplatte, okay. Wo kriege ich denn Wasser her? Wasser her, Wasser her. Eis? Schnee? Wasser? Wo kriegt man denn Wasser hierher? Ist doch normalerweise auch ein Block, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Okay. Das sieht nicht danach aus, als würde ich graue Wolle. Teppich. Ja. Das sieht doch eher danach aus, als würden wir kein Wasser hier haben. Wo kriegen wir denn Wasser her? Glowstone? Erz? Quarzblock? Goldblock? Eisenblock? Tja, das sieht schlecht aus. Das sieht ganz schlecht aus. Ja, nun gut, dann, ja, hat sich das schon erledigt. Ich werde trotzdem mal irgendwie mal mich mal schlau machen, wie wir Wasser bekommen. Wenn wir ein paar Freunde fragen, wie das geht. Oder vielleicht euch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das hinbekomme. Vielleicht mache ich dann auch hier so eine Glasfront. Oder sowas. Aber nun geht's weiter. Ich werde jetzt als nächstes erstmal, ja, hier eine Wand weiterbauen, würde ich sagen. Oder, nee, wir bauen einfach mal. Hatte ich sowieso schon länger vor. Entschuldigung. Und zwar hier den Eingang. Und zwar werden wir hier jetzt einen Fliesen-Eingang machen quasi. Ja, so ein bisschen, ein wenig den Boden fliesen. Das sieht jetzt wahrscheinlich noch total unspektakulär aus, wird aber sehr, sehr geil. Glaubt's mir. So, ich glaube, das dürfte reichen von der Weite her. Ja, ich glaube schon. Das wird ja noch mehr, das ist ja noch nicht alles. So. Quasi wie den Fußboden. Wir werden jetzt den Fußboden verlegen. Um da, also lasst euch da mal überraschen. Ich habe da so ein paar Ideen im Hinterkopf,
wie wir da vorgehen werden. Und natürlich freuen sich einige von euch natürlich, dass es wieder weitergeht mit Minecraft. Und ich bin echt mal gespannt, was ihr auch zu dem neuen Let's Play sagt, was ich da aufgenommen habe. Wie gesagt, solltet ihr Gefallen daran finden, werde ich natürlich weitere Folgen machen. Ansonsten bleibt es bei einer Folge so als quasi so ein bisschen so als Let's Test oder so. Oder mal zu zeigen, wie es ist. Aber was das sein wird, lasst euch da einfach überraschen. So. Vielleicht ist ja, wenn diese Folge rauskommt hier, vielleicht ist ja dann bis dato schon das Let's Play erschienen. Weiß ich aber wie gesagt noch nicht. Immer dieses Zukunft, dieses Vergangenheitsdingen und so. Mein Gott, da komme ich ja gar nicht mit klar. Ja, hier werde ich natürlich noch einen Weg bauen, der natürlich hier lang... Huch. Der hier so lang geht. Ja, das wird alles so ein bisschen so dieser Vorbau werden. Also nicht Vorbau, sondern eher so der... Also quasi wie so die Garten... Also nicht Gartenanlage, sondern eher so wie die... Wie der Fußweg zu meinem Schloss, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Ist ja fast ein Schloss. Sondern eher wie... Sondern, zu diesem Hotel... Ja, Hoteleingang quasi. So, wir müssen jetzt hier auf dieser Stelle bleiben, genau. Genau. Und zwar bis hier. Ja. Breit machen wir das so. Ah, das war schon zu viel, glaube ich. Aber egal, wir haben ja Erde, haben wir ja hier. Können wir ja machen. Können wir wieder einsetzen. Ja. Ich komme mit der Steuerung immer noch nicht klar. Huch, das war zu viel. Nach oben, genau. So. Das nimmt nämlich auch schon Form an, dann das Ganze. Huch, was ist denn jetzt? Warum der jetzt runtergefallen ist, weiß ich auch nicht. Ich habe eigentlich gar nichts gedrückt oder sowas anderes. Na, wirst du wohl da einen reinsetzen? Ist denn sowas möglich? Ja, wenn man so länger mal was anderes spielt, das ist schon, das merkt man selbst schon. Also das ist dann, das ist doch irgendwie, ne? Dann merkt man da selber, dass doch ganz schön, man, wenn man mehrere Let's Plays gleichzeitig laufen hat, dass das doch noch ganz schön, ja, fordert. Ja, soll man nicht glauben, aber es ist einfach so. So, jetzt hatte ich eigentlich vorgehabt, natürlich die schwarzen Steine wieder zu benutzen, auch für den Fußweg. Aber ich hatte mir da etwas überlegt. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich überhaupt die Breite richtig hinbekommen habe. So, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, schauen wir doch mal. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich glaube, ja, das genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so. Das sieht jetzt, wie gesagt, noch sehr, sehr, für euch wahrscheinlich noch sehr, sehr unspektakulär aus, weil ihr jetzt denkt, was macht der denn da? Aber wartet mal ab, mein Köpfchen ist gerade voll am Brummeln und hat die Ideen überhaupt schlechthin, die Idee schlechthin. Das geht ja hier noch weiter, das ist ja noch nicht hier alles, das ist ja nicht nur hier dieser Bereich von Raum, sondern das geht ja da hinten noch weiter. Ich weiß noch nicht, wie weit ich das Gebäude noch nach hinten baue, aber sagen wir das mal, das soll jetzt hier der Eingang werden, der Eingang vom Hotel quasi. Oder ist das, das ist doch auch kein Wasser, ne? Auf keinen Fall. So, dann soll nämlich hier auch Stein, Stein auf Stein, Stein auf Stein. Das Häuschen wird bald fertig sein. So, sehr schön. Huch, so. Ja, das sieht doch noch was aus. Das kann man doch... Akzeptabel ist das. Damit kann ich arbeiten, ja, ich glaube schon. Oder was meint ihr dazu? Oder ist es nicht schön? Also wie gesagt, ihr könnt ruhig Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob das so okay ist oder ob man das... Ob man das hätte anders bauen können.
Ich glaube, ich werde aber gleich die blauen noch ein bisschen mitnehmen. Schauen wir aber gleich erstmal, bis es fertig ist. So. Sehr schön. Ich freue mich auch immer wieder über diesen regen Anteil an Zuschauer, an Klicks, die ihr tätigt bei den Minecraft-Videos. Vielen, vielen Dank dafür. Man muss sich ja einfach mal bedanken bei euch allen. Ihr seid die geilsten. Denn ohne euch würde ich das hier gar nicht tun. Freue mich natürlich, dass ihr Spaß habt, mir zuzusehen. Und ihr natürlich drauf gespannt seid, wie es fertig wird. Aber ich glaube, ich lasse es so. Das ist, glaube ich, schon ganz okay. So, wunderbar. Sehr schön. Damit kann ich leben. Auf jeden Fall. So, ja. Das soll auf jeden Fall hier der Weg werden, wo dann vorne so ein bisschen Grünzeug ist und sowas alles. Da kann man in der Mitte irgendwie so ein... Ich weiß noch nicht, wie ich das in der Mitte mache. Muss ich mal gucken. Da sollen da so ein paar Bänke hin, ein paar Sträucher und sowas. Ach nee, ich wollte ja in der Mitte was anderes machen, ne? Habe ich ja gerade noch gesagt. Vielleicht immer einen schwarzen, einen weißen. Schauen wir mal. Uah. Genau so. So. Huch, das war schon falsch. Da habe ich mich schon verbaut. Da ist es schon passiert. Da ist es schon passiert. So. Jetzt ist es aber, glaube ich, richtig. Jetzt müsste es stimmen. Ja. Wunderbar. Sehr schön. Damit kann ich leben. So, also zack, 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 zack. Wunderbar, 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 wunderbar. Ich hoffe, euch gefällt das auch, wie gesagt. Uah, was denn jetzt? Ich hab doch gar... Okay. Ich frage erst gar nicht, warum, weshalb. Warum das Spiel manchmal so ist, wie es ist. Das ist ja auch bei anderen Spielen so. Ja, ich hoffe, ihr freut euch natürlich auch, so wie ich, wie ein Schnitzel auf Alien Isolation, wie es weitergeht. Ich habe im Übrigen habe ich auch schon die neuen DLCs schon endlich im Package drin, aber hier habe ich mich, glaube ich, vertan. Ja, ich habe mich hier vertan. Ich hätte hier mit Schwarz anfangen müssen. Naja, fuck. Egal. Machen wir das doch weiter. So, machen wir doch da Schwarz hin. Wir müssen mit Schwarz anfangen, mit den schwarzen Blöcken. So, genau. Mit den schwarzen Blöcken. Huch. Schwarzen Blöcken. Nein, falsch. Genau. Und dann können wir auch. Mein Gott, hier habe ich mich schon wieder verbaut. Habe ich einen Knick in der Optik heute irgendwie? Ich glaube, ja, ich glaube. Die ganzen Schaf. Hä? Gibt's doch gar nicht. Habe ich mich so verbaut? So, 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 so und so. So, jetzt muss es aber. Jetzt stimmt's aber, oder? Ich sehe nur noch viereckig. So, jetzt aber. Ja, sehr schön. Wunderbar. Sieht ein bisschen aus wie eine Straße. Ja, genau. Natürlich hier im Innenbereich soll natürlich auch noch mehr geschehen. Das ist natürlich noch nicht alles. Ich denke mal, ich werde hier auch das bauen. Das, was ich da drüben gemacht habe. Aber wir haben ja mehrere Eingänge. Huch, wir haben ja mehrere Eingänge. So. Genau. Wunderbar. Wunderbar. Und jetzt kommt wieder diese beruhigende Musik. Diese tolle beruhigende Musik. Ich habe bei meinem letzten, ich glaube beim letzten Video war es gewesen, habe ich gesagt gehabt, es sitzt Udo Jüngst am Klavier. Jetzt ist es gerade Peter Maffay, der an der Gitarre sitzt. Über sieben Brücken musst du gehen. Siebenmal wirst du die Asche sehen. So. Hallo, ich bin Peter Maffay. Und ich bin zu klein. Und ich habe immer nur Winter erlebt. Und es war Sommer. Das erste Mal im Leben.
Ja, das sieht super aus. Da geht der Mond auf. Und ich weiß jetzt schon, dass diese Folge definitiv Überlänge haben wird. Aber das ist mir egal. Das kann ruhig mal sein. Kann ruhig mal ein bisschen länger gehen. Fünfzehn, 20 Minuten ist ja Standard. Alles andere ist Luxus. So. Also. Wunderbar. Das müssen wir, glaube ich, nochmal machen. Da hinten, ne? Können wir das da hinten. So. Ja. Nein, was mache ich denn? Also, werden wir heute mal ein wenig graben, 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 graben. Ist doch auch mal schön. Hallo Entlein. Na du, wie geht's dir? Hühnchen. Lecker Hühnchen. Oh, ich hätte mal wieder richtig Bock auf lecker Hühnchen essen, also chinesisch. Habe ich schon lange nicht mehr Buffet gegessen. Wird mal wieder Zeit. Ihr müsst jetzt hier rumlaufen. Ihr Dreckskühe. Ihr müsst jetzt hier rumlaufen, ihr Dreckskühe. Das gibt's doch gar nicht. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Mein Gott. Ma, la, la. Warum müssen die gerade jetzt hier rumlaufen? Kannst du nicht woanders rummuhen? Ja, brauchst mich nicht angucken. Okay, da ist wieder ein Block stehen geblieben. Ach, Mann. So. Viele mögen mich auch für verrückt halten. Ja, ich habe auch schon von vielen gehört, die halten mich doch für bekloppt, hier so ein Gebäude zu bauen und sich so viel Zeit und Mühe da reinzustecken. Aber ich finde es ganz entspannt. Also, es ist einfach, ja, es macht natürlich, es ist süchtelnd, ja, also ist ganz schön süchtelnd. Und natürlich auch, und natürlich auch macht Spaß. Also mir macht Spaß. Ich hoffe euch natürlich auch beim Zusehen. So. Zack, 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 zack. So, da haben wir es wieder. Ja. Sehr schön. Ah. Nur weil das dämliche Loch war, hat das nicht funktioniert. Meine Damen und Herren, an dem Piano und an der Gitarre Bruno Santana. Uah. Mein Gott, geh da rein. Dünn. Ende. So. Ja, sehr schön. Ich sag ja, ich sehe nur noch viereckig gerade, weil das ganz schön. Hallo? Guck doch nicht. Fragt sie bestimmt auch, was machst du da? Amazon, machst unsere schöne Wiese kaputt. Machst du unsere Wiese kaputt? Geh woanders bauen, du Opfer. So. Kühe haben auch ein relativ kurzes Leben, finde ich. Obwohl, außer es sind Milchkühe, ne? Dann geht's ja. Aber ich möchte, bin ganz ehrlich, ich möchte nicht, obwohl das Thema können wir eigentlich in einer weiteren Folge vertiefen. Mit Tiere und Menschen. Das würde ich sagen, das machen wir in einer weiteren Folge. Ich baue noch eben jetzt hier den Fußboden zu Ende. Also jetzt hier diesen hier. Und, hallo? So. So, wunderbar. Das hätten wir. Sehr schön. Fehlt uns da hinten noch der Boden, aber ich würde sagen, das machen wir in einer weiteren Folge. Let's Play Minecraft. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Also, macht's gut. Tschüss.